Das ist meine Geschichte mit der Sekte Kelmuda und wie ich später eins von denen wurde und jahrelang ein Mitglied bin. Es begann alles vor vielen Jahren, als ich noch ein junger Mann war und in einer schwierigen Phase meines Lebens steckte. Ich war auf der Suche nach Antworten und fand sie schließlich in der Sekte Kelmuda. Die Mitglieder waren freundlich und einladend und ich fühlte mich sofort wie zu Hause. Sie versprachen mir spirituelle Erleuchtung und ein Leben in vollkommener Harmonie mit der Welt um mich herum. Es schien zu schön, um wahr zu sein, aber ich war bereit, alles zu tun, um diesen Zustand zu erreichen. Ich begann, regelmäßig an den Zeremonien und Treffen der Sekte teilzunehmen und wurde schnell ein aktives Mitglied. Die Rituale waren eigenartig und unheimlich, aber ich glaubte, dass sie notwendig waren, um meine spirituelle Reise voranzutreiben. Die anderen Mitglieder schienen mir immer mysteriöser zu werden, aber ich ignorierte es und dachte, dass es nur Teil des Prozesses war. Doch eines Tages erfuhr ich die schockierende Wahrheit: Die Sekte praktizierte dunkle Magie und Opferrituale, um ihre Macht zu erhalten. Ich war geschockt und entsetzt, aber ich konnte nicht mehr weg. Ich hatte zu viel Zeit und Energie in die Sekte investiert und konnte mir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. In den folgenden Jahren wurde ich immer tiefer in die dunklen Machenschaften der Sekte hineingezogen. Ich sah, wie Menschen geopfert wurden und wie die Mitglieder sich immer mehr von der Gesellschaft entfernten. Ich selbst war mittlerweile zu einem Teil der Sekte geworden und hatte alle moralischen Bedenken und Gewissensbisse abgelegt. Doch schließlich geschah etwas, das meine ganze Welt auf den Kopf stellte. Ich wurde aufgefordert, meinen eigenen Sohn zu opfern, um meine Loyalität zur Sekte zu beweisen. Ich war schockiert und verängstigt und wusste, dass ich so nicht weitermachen konnte. Ich floh aus der Sekte und versteckte mich vor ihren Anhängern. Ich habe seitdem nie mehr von ihnen gehört, aber ich lebe jeden Tag in Angst, dass sie mich finden und mich zur Rechenschaft ziehen werden. Ich bereue zutiefst, dass ich jemals Teil dieser Sekte geworden bin und dass ich so leichtgläubig war. Es ist eine Lektion, die ich niemals vergessen werde: Sei vorsichtig, wem du dein Vertrauen schenkst und welche Gruppen du beitrittst, denn manchmal sind die Konsequenzen unvorstellbar. Ich lebte in ständiger Angst und Paranoia. Ich wusste nie, ob ich verfolgt wurde oder ob ich in Sicherheit war. Die Erinnerungen an die Sekte und die Dinge, die ich dort gesehen hatte, verfolgten mich jeden Tag. Ich hatte Angst, jemandem davon zu erzählen, aus Angst vor Repressalien der Sekte. Aber ich wusste auch, dass ich etwas tun musste, um meine Geschichte zu teilen und zu warnen andere vor dieser Sekte. Ich begann, meine Erfahrungen aufzuschreiben und sie anonym in Online-Foren zu teilen. Nach einiger Zeit erhielt ich eine Nachricht von einem ehemaligen Mitglied der Sekte, der ebenfalls geflohen war. Wir trafen uns in einer sicheren Umgebung und tauschten unsere Geschichten aus. Es war erleichternd zu wissen, dass ich nicht allein war und dass es anderen genauso ergangen war wie mir. Zusammen beschlossen wir, eine Organisation zu gründen, um andere vor dieser Sekte zu warnen und ihnen zu helfen, aus ihr auszusteigen. Wir wussten, dass es gefährlich war, aber wir fühlten, dass es unsere Pflicht war, andere vor den Gefahren zu warnen, die wir selbst erlebt hatten. In den folgenden Jahren wurde unsere Organisation immer größer und erfolgreicher. Wir halfen vielen Menschen, aus der Sekte auszusteigen und begannen auch,
Beweise zu sammeln, um die Machenschaften der Sekte öffentlich zu machen. Schließlich gelang es uns, die Sekte zu entlarven und die Mitglieder zur Rechenschaft zu ziehen. Viele von ihnen wurden verhaftet und verurteilt, und die Sekte löste sich schließlich auf. Es war ein langer und schwieriger Kampf, aber ich bin stolz darauf, dass ich ein Teil davon war. Ich habe gelernt, dass es nie zu spät ist, um etwas zu ändern und dass man immer die Möglichkeit hat, Gutes zu tun, selbst wenn man in einer dunklen Situation steckt. Ich hoffe, dass meine Geschichte anderen dabei helfen wird, vorsichtiger zu sein und sich vor Sekten und anderen gefährlichen Gruppen zu schützen. Es ist wichtig, auf seine Intuition zu hören und niemals das eigene Urteilsvermögen aufzugeben, selbst wenn man in schwierigen Zeiten steckt. Nachdem die Sekte aufgelöst wurde, war ich erleichtert, aber auch sehr traumatisiert von meinen Erfahrungen. Ich brauchte einige Zeit, um mich zu erholen und meine Gedanken zu ordnen. Ich beschloss, meine Erfahrungen in einem Buch zu verarbeiten, um anderen zu helfen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Es war ein schwieriger Prozess, aber ich hatte das Gefühl, dass es wichtig war, meine Geschichte zu teilen und anderen dabei zu helfen, sich zu erholen. Mein Buch wurde ein Bestseller und ich wurde zu verschiedenen Talkshows eingeladen, um über meine Erfahrungen zu sprechen. Ich war froh, dass ich anderen helfen konnte und dass meine Geschichte gehört wurde. Aber trotz all dieser Erfolge und der positiven Auswirkungen, die meine Arbeit hatte, konnte ich meine Erfahrungen niemals ganz hinter mir lassen. Ich hatte immer noch Albträume und Flashbacks von den Dingen, die ich in der Sekte gesehen hatte. Ich begann, Therapie zu machen und andere Methoden zu suchen, um meine Traumata zu verarbeiten. Es war ein langer und schmerzhafter Prozess, aber ich wusste, dass ich es durchstehen würde. Heute, Jahre später, bin ich immer noch Mitglied der Organisation, die wir gegründet haben. Ich helfe anderen, aus Sekten und anderen gefährlichen Gruppen auszusteigen, und arbeite daran, die Öffentlichkeit über die Gefahren dieser Gruppen aufzuklären. Ich weiß, dass meine Arbeit wichtig ist und dass ich anderen dabei helfen kann, ähnliche Erfahrungen zu vermeiden. Aber ich weiß auch, dass ich niemals vergessen werde, was ich in der Sekte Kelmuda durchgemacht habe und dass es immer ein Teil von mir sein wird. Ich hoffe, dass meine Geschichte dazu beiträgt, dass andere aufpassen und sich vor Sekten und anderen gefährlichen Gruppen schützen. Es ist wichtig, wachsam zu sein und immer auf seine Intuition zu hören, um sich vor diesen Gefahren zu schützen. Als ich meine Arbeit in der Organisation fortsetzte, traf ich viele Menschen, die ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht hatten. Wir teilten unsere Geschichten und halfen uns gegenseitig, unsere Traumata zu verarbeiten. Ich erkannte, dass ich nicht alleine war und dass es viele Menschen gibt, die von Sekten und anderen gefährlichen Gruppen betroffen sind. Ich beschloss, noch mehr zu tun, um diesen Menschen zu helfen und ihre Stimmen zu hören. Ich organisierte eine Konferenz, um Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt zusammenzubringen, die Erfahrungen mit Sekten gemacht hatten. Es war ein unglaublicher Erfolg und wir erhielten viel Aufmerksamkeit von den Medien. Durch diese Konferenz konnte ich ein Netzwerk von Unterstützung und Ressourcen schaffen, um anderen zu helfen, aus Sekten und anderen gefährlichen Gruppen auszusteigen. Wir arbeiteten zusammen, um Bewusstsein zu schaffen und unsere Stimmen zu erheben, um andere vor den Gefahren von Sekten und anderen gefährlichen Gruppen zu warnen.
Ich wusste, dass meine Arbeit nie zu Ende sein würde, aber ich hatte das Gefühl, dass ich etwas bewirken konnte und dass meine Erfahrungen und meine Stimme einen Unterschied machten. Heute setze ich meine Arbeit fort, um anderen zu helfen und Bewusstsein zu schaffen. Ich weiß, dass meine Geschichte nur eine von vielen ist, aber ich hoffe, dass ich anderen dabei helfen kann, ihre Stimme zu erheben und aus ihren eigenen Erfahrungen zu lernen. Ich glaube, dass es wichtig ist, immer wachsam zu sein und auf seine Intuition zu hören, um sich vor Sekten und anderen gefährlichen Gruppen zu schützen. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich zu erheben und seine Stimme zu nutzen, um andere zu warnen und zu helfen. Meine Geschichte mit der Sekte Kelmuda mag schrecklich sein, aber ich bin dankbar, dass ich durch meine Erfahrungen anderen helfen und positive Veränderungen bewirken konnte. In all den Jahren, in denen ich nun schon mit der Organisation arbeite, habe ich viele Dinge gesehen und gehört. Manchmal frage ich mich, ob die Welt jemals sicher sein wird vor solchen Gruppen. Doch dann erinnere ich mich daran, dass es durch die Arbeit vieler Menschen wie mir bereits positive Veränderungen gegeben hat. Ich denke an die vielen Menschen, die ich getroffen habe und denen ich helfen konnte. Die Menschen, die sich aus den Fängen von Sekten befreit haben und nun ein neues Leben beginnen können. Die Menschen, die durch unsere Arbeit mehr über die Gefahren von Sekten und anderen gefährlichen Gruppen erfahren und dadurch geschützt werden konnten. Es gibt immer noch so viel zu tun, aber ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die sich ebenfalls engagieren und gemeinsam werden wir eine Welt schaffen, in der niemand mehr in die Fänge von Sekten oder anderen gefährlichen Gruppen geraten muss. Meine Geschichte mit der Sekte Kelmuda mag schrecklich sein, aber sie hat mich auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich bin dankbar für jede Erfahrung, die ich gemacht habe. Denn sie hat mich zu einem besseren Menschen gemacht und mir geholfen, anderen zu helfen. Ich werde weiterhin meine Stimme erheben und mich dafür einsetzen, dass diese Gruppen nicht länger eine Bedrohung darstellen. Denn ich glaube fest daran, dass wir, wenn wir zusammenstehen, eine positive Veränderung bewirken können.